Seid gegrüßt zur 11. Folge unseres Wirtschaftstalks. Wir sprechen heute darüber, wie sich die Zinsentscheidung der EZB auf die Zinsen, die in der Realwirtschaft gezahlt werden müssen, auswirken und was für wirtschaftliche Auswirkungen ein bestimmtes Zinsniveau dann wieder hat. Früher ging man ja davon aus, dass die Zentralbanken die Geldmenge steuern würden und diese Geldmenge dann indirekt zu einem bestimmten Zinsniveau führen würde. Diese Vorstellung gilt aber mittlerweile als überholt. Jan, was ist denn der aktuelle Stand? Ja, was ist der aktuelle Stand? Das ist schon eine provokante Frage. Wir werden uns gleich mal auf eine Zeitreise begeben. Der aktuelle Stand ist, und das ist auch vollkommen richtig, eine Zentralbank kann schon mal gar nicht die Geldmenge steuern. Ja, das geht gar nicht. Das Konzept des Geldmengenmultiplikators ist sehr, sehr falsch. Denn als Zentralbank bieten wir den Banken jederzeit Zugang zu Zentralbankgeld an. Und dieses Konzept des Geldmengenmultiplikators sagt ja, wir verlangen für 100 Euro Kreditgeld, was die Banken schaffen, 1 Euro Zentralbankgeld. Und wenn die Zentralbank ja das Zentralbankgeld steuern kann, dann kann sie damit ja auch die Kreditvergabe der Banken deckeln. Wenn wir aber den Banken die Möglichkeit geben, sich jederzeit Zentralbankgeld selbst bei der Zentralbank zu holen, ja, dann hat das Konzept irgendeinen Fehler, also das Zentralbankgeld kann die Kreditvergabe der Banken nicht einschränken. Das war übrigens auch schon 1929 so, wo die amerikanische Zentralbank dachte, oh, jetzt hätte sie die Kreditvergabe gedeckelt, weil sie den Banken Liquidität entzogen hat. Ja, komischerweise hat sie das nicht, weil die Banken sich zum Diskontfenster wieder Zentralbankgeld dann geholt haben und weiter Kredite vergeben haben. Also dieses Konzept können wir jetzt mal komplett vergessen. Banken steuern nicht die Geldmenge, Banken steuern die Zinsen. Aber wie steuern eigentlich jetzt die Zentralbanken die Zinsen? Darüber müssen wir sprechen. Und wir sprechen jetzt erstmal darüber, wie es aktuell in Europa ist. Wir müssen uns vorstellen, aktuell in Europa haben wir massiv Zentralbankgeld im Bankensystem. Jede Bank hat sehr viel Zentralbankgeld, sehr viel mehr, als sie benötigt. Und dieses Zentralbankgeld hält sie bei der Zentralbank zur sogenannten Einlagefazilität. Bedeutet, die Zentralbank steuert nicht nur den einen Zins, den wir immer in den Nachrichten hören, den sogenannten Leitzins. Das ist der Zinssatz, zu dem sich Banken von der Zentralbank Zentralbankgeld leihen dürfen, sondern sie steuert mehrere Zinsen, auch die sogenannte Einlagefazilität. Das ist der Zinssatz, zu dem ich sozusagen als Bank, wenn ich Zentralbankgeld habe, das bei der Zentralbank lagern kann. Aktuell ist massiv Zentralbankgeld im europäischen Bankensystem und das wird verzinst bei der Zentralbank. Und deswegen streiten sich aktuell die Banken untereinander sozusagen darum, möglichst viel Zentralbankgeld von anderen Banken zu bekommen. Ich werde gleich nochmal erklären, wie das funktioniert, damit sie das dann bei der Zentralbank halten können und die Zinsen von der Zentralbank dafür kassieren. Ja, sprichst da einen ganz richtigen Punkt an. Also aktuell ist die Einlagefazilität entscheidend. In normalen Zeiten wäre es die Hauptrefinanzierungsfazilität, oder? Also wenn weniger Zentralbankgeld im System wäre, also vor der Zeit der Anlagekäufe. Genau, im Normalfall wäre das so, werde ich auch gleich nochmal drauf eingehen, weil das ist im amerikanischen System immer so. Da gibt es nämlich gar keinen Einlagezins. Entsprechend muss die Zentralbank da anders vorgehen. Aber aktuell ist es halt eben so, dass der Einlagezins, also der Zins, wenn Banken Zentralbankgeld bei der Zentralbank sozusagen über Nacht parken, dass dieser Zins der relevante Zins ist. Und deswegen setzen Banken darauf sozusagen, dass sie eine Nettozufuhr an Zentralbankgeld von anderen Banken bekommen. Und dafür müssen sie die Zinsen auf unsere Einlagen, auf das Geld, was wir bei der Bank halten, anheben. Denn wenn ich als Bank, sagen wir mal, wir sind jetzt die Sparkasse, 100 Euro Überweisungen von der Volksbank bekomme, dann muss ich einmal Kundenkonten insgesamt um 100 Euro erhöhen, soweit so logisch. Und ich bekomme von der Volksbank als Sparkasse 100 Euro Zentralbankgeld dafür. Bedeutet, den Zahlungsausgleich untereinander wickeln die Banken in Zentralbankgeld ab. Und wenn ich also tatsächlich es schaffe, als Sparkasse 100 Euro von der Volksbank zu empfangen, erhöhe ich die Kundenkonten und kann jetzt 100 Euro Zentralbankgeld bei der Zentralbank mehr lagern und bekomme dafür die Zinsen. Angenommen, dieser Zinssatz liegt bei 4%, ich zahle meinen Kunden aber nur 3% Zinsen, kann ich damit Geld verdienen. Und deswegen ringen aktuell die Banken also um euer Geld, werben um euer Geld mit höheren Zinsen als vorher. Weil sie dann, wenn sie das Geld von anderen Banken empfangen, dafür Zentralbankgeld bekommen und das bei der Zentralbank
lagern können. Bedeutet, die Europäische Zentralbank kann aktuell über die Einlagefazilität das gesamte Zinsumfeld steuern. Sie kann dafür sorgen, dass Wettbewerbsdruck um Kundeneinlagen entsteht. Und wenn der Kundenzins, also der Zins steigt, zu dem ihr Geld zur Bank bringt, dann müssen Banken halt eben auch die Kreditzinsen anheben, ja. Und deswegen kann also sozusagen die Europäische Zentralbank das gesamte Zinsumfeld über die Einlagefazilität steuern. Vielleicht ganz kurz jetzt noch, wie ist es im amerikanischen System, wo es quasi der Normalfall ist. Im amerikanischen System steuert die amerikanische Zentralbank im Grunde genommen nur den Zins, zu dem sich Banken Zentralbankgeld leihen können. Und weil im amerikanischen System niemals zu viel Zentralbankgeld im System ist, wie es aktuell im europäischen System ist, konkurrieren Banken jetzt um das Zentralbankgeld, damit sie sich das nicht bei der Zentralbank leihen müssen. Und dieser Zins ist halt eben jetzt gestiegen. Das ist der eigentliche Zins, den die Fed steuert. Das ist die sogenannte Primacy Credit Rate. Und wenn ich jetzt als amerikanische Bank also einen riesen Abfluss hätte an Überweisungen, weil ich niedrige Zinsen nur auf Kundeneinlagen bezahle, dann muss ich mir plötzlich Zentralbankgeld von der amerikanischen Zentralbank zu einem höheren Zinssatz leihen. Und deswegen versuche ich dass es zu diesen Abwanderungen von über Kunden kommt, dass ich gar nicht erst Überweisungen zu anderen Banken sozusagen tätigen muss und zahle meinen Kunden halt höhere Zinsen. Bedeutet, als Zentralbank kann ich sozusagen das gesamte Zinsumfeld steuern über meine Leitzinsen. Ja, du hast gerade schon gesagt, zu viel Geld. Also das, um es jetzt nochmal zusammenzufassen, was du mit zu viel Geld eben meintest. Du meintest damit, dass der Zinssatz vom Leitzins auf den Einlagezins gesenkt wird. Also diese Anleihekäufe, die die EZB getätigt hat, die wirken real wie eine Zinssenkung um 0,5%. Und wenn die EZB das jetzt alles wieder absaugen würde, dann würde das real wie eine Zinserhöhung um 0,5% wirken. Das heißt, die EZB könnte die Zinsen auch gleich um 0,5% anheben und hätte den gleichen Effekt, um mal diesen Effekt dieser Anleihekäufe etwas zu relativieren. Der Effekt aufs gesamte Zinsniveau ist mit diesen eben beschriebenen 0,5% nämlich relativ gering, wenn man sich die Zinsentscheidung der EZB, die sie historisch getroffen hat, gesamt anschaut. Also aktuell hat sie ja die Zinsen bis von 0% auf 4,25% schon erhöht. Also die Zinserhöhung der EZB, die sind viel stärker als die Wirkung dieser Anleihekäufe war. Also das ist ja auch ein Problem in Rezessionszeiten, wie wir sie ja während der Euro-Krise hatten, dass die Zentralbank die Zinsen eben nicht beliebig weit senken kann. Und die absolute Untergrenze, die sie hat, ist nun mal der Einlagezins. Naja, aber da kommt noch ein weiteres Problem hinzu, denn in der Privatwirtschaft, da wird ja nicht dieser risikolose Zins bei der EZB verlangt, sondern da gibt es noch einen Risikoaufschlag obendrauf. Unternehmen und Privathaushalte können nämlich pleite gehen. Und jede Bank, die einen Kredit zu diesen Konditionen, die sie bei der EZB bekommt, vergeben würde, die wäre verrückt. Das heißt, jede Bank muss einen Risikoaufschlag verlangen, wenn sie ihr Geld an Privathaushalte oder Unternehmen verleiht. Deswegen steuert der Einlagezins das gesamte Zinsniveau. Also bei privaten Haushalten und Unternehmen hat die Bank ein Ausfallrisiko. Das hat sie bei der EZB nicht. Sie kann ihr Zentralbankgeld zur EZB bringen und dort wird es entsprechend dem Einlagezinssatz verzinst. Beziehungsweise, wenn der Einlagezinssatz negativ ist, was eine ganze Zeit lang war, dann muss die Bank Strafzinsen zahlen. Ja, vielleicht auch nochmal hier auf den Zins eingehen, den Banken verlangen. Wir befinden uns ja aktuell in einer konjunkturellen, sehr problematischen Phase und deswegen spricht man halt davon, dass der Zins, den Banken verlangen, prozyklisch ist. Der geht mit dem Zyklus. Wenn die Wirtschaft sich abschwächt, dann erhöhen Banken logischerweise die Risikoprämie, die sie verlangen, weil sie davon ausgehen, dass mehr Kredite ausfallen werden und die Risikoprämie dient halt eben als Puffer dafür, dass Unternehmen Kredite nicht zurückzahlen können. Und deswegen ist der Zins von Banken ohnehin prozyklisch. Das Regelwerk idiotischerweise sorgt auch nochmal dafür, dass die Zinsen, die Banken verlangen, noch prozyklischer sind. Und normalerweise müsste ich als Zentralbank dann halt eben antizyklisch reagieren. Ich als Zentralbank sorge dafür, dass das Zinsumfeld fällt in der Krise und dämme damit zumindest den prozyklischen Teil der Banken ein. Am besten versuche ich es wirklich nochmal tiefer zu drücken. Aber das ist logischerweise aktuell nicht der Fall. Die Zentralbanken heben das Zinsumfeld an in der Krise und der Bankenzins ist auch nochmal zusätzlich prozyklisch. Was wäre denn eigentlich der richtige Zins, wenn wir dafür sorgen wollen, dass die Wirtschaft gut läuft?
Ja, das kann man über sehr lange Zeiträume ziemlich gut sagen. Der reale Zins muss unter dem realen Wirtschaftswachstum liegen. Also der reale Zins, also erstmal der reale risikolose Zins. Das heißt, wenn man einen Kredit aufnimmt, dann sollte man diesen Kredit mit dem Wachstum, was man hat, also volkswirtschaftlich gibt es ja keinen Gewinn, volkswirtschaftlich wächst die Volkswirtschaft oder sie schrumpft. Und der reale Zins sollte immer unter dem realen Wirtschaftswachstum liegen, damit es sich insgesamt für den Durchschnitt aller Unternehmen überhaupt lohnt, Investitionen zu tätigen. Und da es bei Unternehmen, wie gesagt, noch ein Ausfallrisiko gibt, müsste der Zins eigentlich sogar noch etwas niedriger liegen, damit es auch wirklich sich sicher lohnt, Investitionen zu tätigen. Ja, aber das war in vielen Industrieländern in den letzten Jahrzehnten nicht mehr der Fall. Um 1980 durch den Völkerschock, auf die genauen historischen Umstände gehen wir jetzt nicht ein, wir beschreiben es hier nur grob, stiegen die Zinsen so extrem an, dass sie in fast allen Industrieländern danach deutlich über der Wachstumsrate lagen. Also wir verlinken im angepinnten Kommentar mal eine Artikelserie von Heiner Flassbeck und Friederike Spieker, wo sie das nochmal sehr gut nachzeichnen. Das ist im 5. Kapitel zum Thema Zins dann zu finden. Also da wird das wirklich ganz gut an den USA, an Japan, an Frankreich, an Deutschland nachgezeigt, dass man um 1980 herum diese extreme Divergenz zwischen hohen Zinsen und niedrigem Wachstum hat. Und das Wachstum, das hat in den nächsten Jahrzehnten immer mehr abgenommen. Diese hohen Zinsen scheinen dem Wachstum also nicht gut getan zu haben. Und das Problem in Rezessionen, was du gerade angesprochen hast, das ist ja ein ganz reales. Das haben wir ganz extrem in der Weltfinanzkrise gesehen, nach 2008, 2009. Da hat die US-Notenbank den Zins um über 4 Prozentpunkte gesenkt in der kürzester Zeit. Und in der Realwirtschaft für Autokredite, für Immobilienkredite haben sich die Zinsen fast überhaupt nicht verändert. Eben weil das Ausfallrisiko entsprechend gestiegen ist. Das heißt, die gesamten Zinssenkungen der Fed damals wurden durch das steigende Ausfallrisiko wegen der schweren Rezession komplett absorbiert. Ja, und vielleicht auch noch mal eine Sache zu diesen absurd hohen Realzinsen. Die hatten wir beispielsweise auch in der Argentinien-Krise Anfang des Jahrtausends, wo teilweise der Realzins dann bei 20% lag. Und wir müssen uns einfach mal so eine Situation als Unternehmer vorstellen. Angenommen, wir haben jetzt ein bisschen Gewinn gemacht und wir überlegen jetzt, was wir mit diesem Gewinn machen. Einmal haben wir die Möglichkeit, das in eine Staatsanleihe zu packen und wir bekommen Realzinsen von 20% fürs Nichtstun. Wir halten einfach nur diese Anleihe und warten, dass wir unser Geld zurückbekommen, irgendwann mit Realzinsen von 20%. Oder wir überlegen bei einer Wirtschaft, die total kaputt ist, wir machen jetzt eine realwirtschaftliche Investition. Ja, wir bauen jetzt noch eine Fabrik. Ja, ist ja klar, welche Entscheidung wir da treffen. Und das ist halt eben das große Problem, wenn die Realzinsen so hoch liegen, dann ist einfach nach dem Opportunitätsprinzip nichts tun, irgend so eine dämliche Anleihe halten, attraktiver als tatsächlich eine Investition zu tätigen. Und das ist halt eine Situation, die es eigentlich gar nicht geben dürfte. Ja, das ist ja dieser Teufelskreis, der viele Entwicklungs- und Schwellenländer in so einem Kreislauf aus Armut und Unterentwicklung hält. Die Inflation ist hoch, weil eben keine vernünftige Lohnpolitik gemacht wurde, weil bestimmte Institutionen gar nicht vorhanden sind, wie in Industrieländern. Also erhöht die Zentralbank streng nach neoliberaler Manier die Zinsen. Diese hohen Zinsen würgen jetzt Investitionen ab, sie sorgen für eine kurzfristige Aufwertung der Währung. Also auch das wäre jetzt nochmal eine eigene Folge, sich das mal an Einzelfällen anzugucken, was für Schaden hier Währungsspekulation noch mit anrichtet. Aber auf jeden Fall sorgen diese Zinssenkungen da zwar für eine Senkung der Inflation, aber auch für eine schrumpfende Wirtschaft. Dann senkt die Zentralbank wieder die Zinsen, die Wirtschaft springt wieder an und die Lohnentwicklung gerät wieder aus dem Takt, die Währung wertet zu stark ab, es gibt einen Rohstoffpreisschock, was auch immer, es ist egal, was der Auslöser für einen Preisschock oder eine Inflation ist. Die Standardantwort lautet dann immer von der Zentralbank Zinsen hoch. Und die Zinsen sind dadurch prohibitiv andauernd so hoch, dass Investitionen, langfristige Investitionen verunmöglicht werden. Und dadurch werden eben viele Entwicklungsländer in so einem Teufelskreis gehalten und können sich nicht richtig entwickeln. Und selbst bei großen Schwellenländern wie Argentinien, die ja eigentlich eine bessere Geldpolitik machen könnten, ist das der Fall. Eben auch, weil internationale Institutionen wie der IWF so eine Politik befördern und sogar fordern, wenn sie Kredite an solche Länder vergeben. Und das ist ja auch ein totales Paradox eigentlich. Wir haben eine Wirtschaft, die schrumpft, aber wir haben Realzinsen. Wo sollen die Zinsen denn herkommen auf lange Sicht? Ja, auf lange Sicht kann das ja nur durch radikale Umverteilung von unten nach oben erfolgen erstmal. Weil wo sollen die Realzinsen von den Anleiheninhabern herkommen, wenn die Wirtschaft schrumpft?
Realzinsen können ja nur langfristig erwirtschaftet werden oder halt man löst es erstmal durch Umverteilung. Also das ist eine ganz, ganz schlechte Situation. Langfristig kann das logischerweise auch gar nicht funktionieren dann mit den Realzinsen. Ja, das stimmt. Und in der Eurozone, um jetzt diesen letzten Punkt nochmal anzusprechen, um auf unser Ursprungsthema, nämlich Zinssetzung in der Eurozone zurückzukommen, da haben wir ja verschiedene Länder und diese Länder zahlen auf ihre Anleihen unterschiedlich hohe Zinsen. Diese unterschiedlich hohen Zinsen, die die verschiedenen Länder in der Eurozone zahlen, schlagen aber auch 1:1 auf die Unternehmenszinsen und die Zinsen für private Haushalte zurück. Denn jeder Staat in der Eurozone, der kann dein privates Vermögen in staatliches Vermögen verwandeln. Die Staaten in der Eurozone haben ihre monetäre Souveränität aufgegeben. Das heißt, sie haben keine eigene Zentralbank mehr, die sie im Notfall retten könnte. Das heißt, diese Staaten sind tatsächlich von den Banken abhängig, um von ihnen Kredite zu erhalten. Das heißt, wenn einem Staat die Pleite droht, dann gibt es keine Zentralbank mehr, die dahinter steht. Das bedeutet, dieser Staat ist dann quasi gezwungen, Privatvermögen irgendwie in staatliche zu verwandeln. Sei es über höhere Steuern, sei es über geringere Ausgaben. Oder ja, sei es über radikalere Wege wie eine Vermögensabgabe, wie sie ja beispielsweise in der Zypernkrise einmal diskutiert wurde. Also eine Abgabe auf Bankguthaben, eine direkte Abgabe, damit der zyprische Staat nicht pleite geht. Also all diese Möglichkeiten hat ein Staat dann. Und das sorgt dafür, dass das Ausfallrisiko von Unternehmen und Privathaushalten, die sich in diesem Staat befinden, automatisch immer höher sein muss als das Ausfallrisiko dieses Staates. Das ist in der Eurozone dann das Gefährliche, weil die verschiedenen Länder ebenso verschiedene Zinsen zahlen. Also die Zinsen für Italien sind wesentlich höher als die Zinsen für Deutschland. Das war in den ersten 10 Jahren, als die Banken bzw. die Finanzmärkte davon ausgingen, dass die EZB jede Nation retten würde. Da war das noch nicht so. Da herrschte relative Konvergenz an den Anleihemarkten. Aber durch die Finanzkrise und dann die Eurokrise sind Zweifel an dem Versprechen der EZB gekommen, dass sie eben für Konvergenz sorgen wird. Und so kommt es zu diesen unterschiedlichen Anleiherenditen, die letztlich auch die Entwicklung innerhalb der Eurozone auseinandertreiben und dafür sorgen, dass sich auch Länder wie Italien oder Spanien oder Griechenland langsamer entwickeln, als sie es könnten, beziehungsweise überhaupt nicht mehr entwickeln und real sogar schrumpfen. Also die Wirtschaftsleistung von Italien ist heute nicht relevant höher als zu Zeiten des Euro-Eintritts. Und höhere Zinsen, die Italien ja durch diese Divergenz zahlen muss, die machen das auf jeden Fall nicht besser. Und durch die Zinserhöhung der EZB, die sie aktuell betreibt, ist diese Zinsdivergenz sogar gewachsen. Das heißt, die EZB verschärft durch diese allgemeinen Zinserhöhung das Problem, was ohnehin schon seit Jahren schwelte. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Punkt. Vielleicht auch nochmal dazu, hast du es ja auch schon gesagt, es wäre halt so leicht zu beheben, das Problem. Eine Zentralbank kann, das muss man sich einfach vorstellen, diese Zinsstrukturkurve, die sich aus Anleihen ergibt, kann sie zu 100% steuern, ja. Und das will ich jetzt gar nicht verlangen von der EZB. Sie müsste aber einfach für eine eindeutige Konvergenz in der Eurozone sorgen. Wenn man mal nach Japan schaut, wo dort immer wieder in der Geldpolitik gesagt wird, jo, wir machen jetzt den 10-Jahres-Zins auf die Staatsanleihen auf 0,5%. Man sieht, man kann diesen Zins eindeutig steuern. Und das wäre das Mindeste, was die EZB jetzt versuchen müsste, die Zinskonvergenz zu erzeugen. Natürlich müsste sie die Zinsen auch senken. Die Zinskonvergenz zu erzeugen, dass für alle Euro-Länder monetär die gleichen Bedingungen gelten. Ja, das ist eine Forderung, die schon seit längerem erhoben wird, auf die die EZB aber einfach nicht eingehen will. Lagarde sagte sogar zu Anfang der Corona-Krise, dass die EZB ja nicht dafür zuständig sei, dass die Staatsanleiherenditen sich angleichen würden. Und, Überraschung, was passierte? Die Staatsanleiherenditen schossen plötzlich auseinander. Ein paar Tage später relativierte Philip Lane diese Aussage wieder, worauf die Staatsanleiherenditen sich wieder zusammenzogen, aber immer noch nicht auf dem gleichen Niveau, sondern immer noch entsprechend der Divergenz, die es die letzten Jahre auch ungefähr gab. Also einzelne Aussagen von Notenbankern haben extrem starke Auswirkungen auf diese Zinsdivergenz. Und wenn Lagarde sagen würde, wir sorgen für Konvergenz, dann würden die Anleihen auch fast konvergieren. Also Notenbanker können allein durch ihre Rhetorik diese Zinsdivergenz steuern, wenn sie es wollen. Genau, die ganzen Trader schauen ja live zu, logischerweise, und richten dann ihre Kauf- und Verkaufsgebote logischerweise nach den Aussagen, weil sie damit Geld verdienen können. Ja, ja, das sieht man ja auch in Japan, dass Notenbank, wenn sie wollte, die Zinskurve komplett steuern könnte und somit für planbare Bedingungen für Unternehmen sorgen könnte.
Der Kapitalismus funktioniert nur mit einer Notenbank, die die Zinsen vernünftig steuert, wenn sie das nicht macht, sondern wenn sie die Zinsen wild umherschwanken lässt. Wie die EZB das in den letzten 15 Jahren in der Eurozone gemacht hat, dann führt das nur zu Chaos, geringem Wachstum oder sogar zu Rezessionen. Und das haben wir in der Eurozone ja durchweg gesehen. Das Wachstum war seit der Weltfinanzkrise fast durchgängig niedriger als in den Vereinigten Staaten, wo die Notenbank eben nicht solche verrückten Manöver macht, beziehungsweise nicht in solch extremer Manier wie die EZB. Und das sieht man auch, wie wir ja kurz angesprochen haben, in vielen Schwellenländern, wo die Notenbanken wirklich verrückte Zinspolitiken machen, einfach nur um die Inflation in den Griff zu kriegen, obwohl Zinserhöhungen bei einer Inflation von 20%, die aufgrund, wie gesagt, Rohstoffpreisschwankungen, kurzfristige, starke Wechselkursabwertung, Zinserhöhungen der völlig falsche Schritt sind. Aber wie gesagt, das wäre Thema für ein anderes Video. Tatsache ist, und damit wollen wir euch aus diesem Video rausschicken, dass eine Notenbank die Zinsen so steuern muss, dass es für Unternehmen möglichst einfach ist, ihre Entscheidung zu planen, dass private Haushalte möglichst einfach ihre Entscheidung planen können, dass sie eine Immobilie kaufen können, dass sie eine Fabrik bauen können und wissen, wie sie diesen Kredit zurückzahlen und nicht plötzlich überrascht werden, weil sich der Zinssatz verdreifacht hat. Also das ist die wesentliche Aufgabe einer Notenbank, für eine verlässliche Zinspolitik zu sorgen, die dafür sorgt, dass die Realwirtschaft vernünftig wachsen kann. Ja, sehr schöner Abschluss. Jo, ciao.